Man kann auch im LibreOffice Spalten einstellen. Hier habe ich meinen Blindtext wieder. Ich gehe auf Format. Dann hier haben wir den Menüpunkt Spalten. Wenn wir hier drauf gehen, dann habe ich also die Auswahl, wie viele Spalten. Ich probiere es jetzt erstmal mit zwei. Und allerdings muss man hier aufpassen, es wird dann auf die ganze Seite formatiert. Wenn ich jetzt also hier sage, okay, dann ist hier die ganze Seite betroffen. Wenn ich die Auswahl markiere und sage dann Format spalten, dann habe ich hier auch schon vorgeschlagen auf Auswahl. Ich mache jetzt hier zwei Spalten und man sieht hier schon, okay, das bezieht sich nur auf diesen Text hier. Ich kann das Ganze auch noch ein bisschen ausgleichen. Ich kann sagen Text Blocksatz. Allerdings müsste man hier noch weitere Einstellungen vornehmen, weil sich das ziemlich zusammenschiebt. Also, was haben wir denn da noch? Wir können zum Beispiel eine Trennlinie einfügen. Das sieht dann allerdings so aus, sieht auch noch nicht so perfekt aus. Da müssen wir hier nochmal reingehen, Format spalten. Und dann sagen wir, die Breite und der Abstand zueinander, den erhöhen wir mal. Sagen wir mal einen halben Zentimeter. Kann man hier auch natürlich reinschreiben, 0,5. Okay, und hier haben wir wieder eine viel deutlichere Trennung zwischen diesen zwei Textblöcken.